Hallo meine Lieben, heute habe ich mein erstes Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe angefangen, meinen Müll zu sammeln, seit ich angefangen habe, auch YouTube-Videos zu drehen, also seit circa 2 Monaten. Ich finde, es hat sich so einiges angesammelt. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist in so einem IKEA-Mülleimer, sammle ich das immer. Ich hoffe, es sind ein paar interessante Sachen für euch dabei und ganz viel Spaß bei meinem Video. Als erstes habe ich für euch die Vaseline Intensive Care Spray Moisturizer. Den habe ich mir in meinem Türkei-Urlaub gekauft. Für den Sommer eine super Pflege. Man sprüht sich ganz schnell auf, reibt sich kurz ein und fertig ist man. Im Winter ist mir nicht reichhaltig genug, zieht aber super schnell in die Haut ein. Und ja, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Dann habe ich das Sebamed Everyday Shampoo. Ein solides Shampoo, reinigt meine Haare gut. Riecht eigentlich auch recht gut. Das Anti-Schuppen-Shampoo finde ich zwar deutlich besser, aber ein gutes Shampoo. Dann habe ich noch 2 Deos für euch. Einmal das Fahrsport Double Power 72 Stunden, den Roll-On. Es hält den ganzen Tag trocken, egal wie stressig der Tag ist, auch beim Sport. Es riecht super, super toll und ja, kaufe ich mir immer nach. Immer. Dann habe ich noch das Duschstars Magnolia blumig frischer Duft, 48 Stunden halt ohne Alkohol. Ich achte immer darauf, dass meine Deos keinen Alkohol haben, weil nach dem Rasieren, Duschen, das brennt so unfassbar. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es irgendwo brennt. Auch ein super Deo, würde ich mir auch jederzeit nachkaufen. Ich finde den Geruch auch ganz gut. Gibt bessere, aber ich finde ihn sehr angenehm. Dann habe ich die Isana Young Reinigungstücher. Die sind von Rossmann. Finde ich gut. Ich benutze sie nie zum Abschminken. Ich schminke mich nie mit sowas ab, weil ich sehr trockene Haut habe. Und mit denen, finde ich, spannt meine Haut danach einfach so. Und deswegen mache ich das nicht. Ich nehme die immer zum Schminken her, wenn ich irgendwo gesaut habe oder ich wische damit auch hier meine Arbeitsfläche ab. Sind gute Reinigungstücher. Ich weiß natürlich jetzt leider nicht, wie die auf dem Gesicht sind. Als nächstes habe ich das Water Lily and Oil in die Pflegedusche. Ein super Deo, passt auch perfekt zu dem Magnolia Deo. Perfektes Deo gesagt. Die perfekte, das perfekte Duo, das ein. Ein definitives Nachkaufprodukt. Dann, weil wir gerade beim Duschen, Baden im Bad sind, habe ich noch die Isana. Das Isana Entspannungsbad Quelle der Energie mit Feuchtigkeitsformel. Entspannt und erholsam für trockene Haut. Roch wirklich gut, aber leider nicht lange. Der Schaum war auch, ich liebe Schaum in der Badewanne, und der Schaum war sehr schnell irgendwie wieder weg. Gepflegt, ja, es gibt besseres, aber ich nehme dazu immer so ein Badeöl. Die sind jetzt, das ist von Rossmann und das Badeöl auch, mit wertvollem Sesamöl und Vanilleextrakt. Also ich kombiniere das immer, weil mir sowas zu wenig Pflege hat, die meisten. Und ich kippe dann immer Badeöl mit rein. Riecht beides gut. Für 99 Cent, wenn es im Angebot ist bei Rossmann, würde ich es mir jederzeit nachkaufen, weil ich einfach die Duftrichtungen davon toll finde. Und mit der Pflege hebe ich es halt dann mit diesem Badeöl auf. Machen wir die dekorative Kosmetik doch zum Schluss. Dann habe ich eine Himbeermaske von Schäbens. Ich glaube, Schäbens spricht man es auch. Die Anti-Stress-Himbeermaske riecht mega toll, als würdest du in seinem Himbeerbadmeer liegen. Pflegt auch gut. Die Schäbens, die machen immer ihren Job. Dann sind mir ein paar Sachen gekippt. Ein paar Sachen, leider 3. Bodylotions.
Das ist einmal die Dove Limited Edition Blütenzauber, die Body Lotion. Dann die verwöhnende Body Lotion Deep Care Complex mit Kokosmilch und Jasminduft. Und die verwöhnende Body Lotion Mandelmilch mit Hibiskusduft. Die habe ich auch schon ewig. Riechen tun sie noch eigentlich gut. Okay, nicht alle. Das riecht noch sehr gut, aber ich habe sie nie benutzt. Ich habe immer lieber andere Sachen benutzt, vor allem jetzt im Sommer. Dann, ja, gehen die halt irgendwann kaputt. Und ich wollte das zuletzt ausprobieren. Und ich habe es aufgetragen und meine Haut hat gebrannt wie vorher. Am kompletten Körper. Es hat so gebrannt und lange. Also nicht nur, dass es nach 10 Minuten wieder weg war, sondern es hat schon unfassbar lange gebrannt und ich finde, dann sollte man sowas vielleicht nicht mehr benutzen. Aber das ist es mir nicht wert, dass meine Haut dann brennt, nur damit ich es aufbrauche. Die duften alle so unfassbar toll. Alle, also ich finde alle. Und ich würde sie mir nachkaufen im Sommer, durch das, dass sie eben so gut riechen und im Sommer mir auch ausreichend Pflege geben. Dann habe ich die Sanamed, Anti-Schuppen-Shampoo pH hautneutral. Das hat mein Freund ausprobiert. Nein, das habe ich jetzt ganz weggeworfen. Für das Sebamed Anti-Schuppen-Shampoo, also die zwei verglichen. Er sagt, das Sebamed-Shampoo ist definitiv besser als das. Er hat davon jetzt nicht so viel gemerkt. Gut, es kostet 79 Cent, wenn es im Angebot ist bei Rossmann. Ich würde sagen, probiert es aus. Für 79 Cent ist meistens nicht viel verkehrt. Dann habe ich noch eine Bodylotion, die ich aber wirklich aufgebraucht habe. Und die, und was mal gut riecht. Die Balea Bodycreme Kokos für trockene Haut. Fand ich gut, zieht schnell ein, riecht gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber ich habe momentan so viele da, die ich jetzt erstmal aufbrauchen will. Und bei Body Lotions will ich auch immer neue Sachen ausprobieren, neue Düfte. Aber ansonsten definitiv ein Nachkaufprodukt, wenn ich mal wieder nach Kokos riechen will. Dann habe ich zwei Baptiste Trockenshampoos. Einmal das Original und einmal Tropical. Ich liebe die, sind meiner Meinung nach die besten. Mittlerweile gibt es die auch in jeder gibt es die beim DM? Ich weiß gar nicht. Aber beim Rossmann gibt es die mittlerweile. Super Produkte. Kaufen wir auch immer wieder nach. Ich habe auch schon viele andere ausprobiert, die ich aber wirklich weggeschmissen habe. Also in den normalen Müll. Da wusste ich noch nicht, dass ich ein Aufgebraucht-Video drehen werde. Morgens muss es schnell gehen. Und wenn man dann, so wie ich, eigentlich hier oben überhaupt kein Volumen hat, dann vor allem am zweiten Tag sind ja meine Haare also so richtig glatt, dann sollte es halt einfach schnell gehen, nicht verkleben. Am besten Mittag auch noch genauso gut aussehen wie morgens, was die anderen nicht ganz so gehalten haben, die aber schon, deswegen kaufe ich mir immer die hier nach. Dann habe ich zur Abwechslung mal das Theramed, eine Zahncreme. Die hier, die Theramed 2-in-1 Zahncreme und Mundspülung. Ja, was sagt man über Zahncreme? Fand ich gut, schmeckt gut. Hält sehr, sehr lange frisch. Mein Freund nimmt nur noch diese Reihe, also die Theramed, die so aussehen. Er liebt die, egal in welchen Geschmacksrichtungen oder... Gibt ja auch mit Anti-Zahnstein und hast nicht gesehen. Alles Mögliche. Zahncreme. Top. Kaufen wir immer wieder nach. Ja. Dann habe ich von Synergen die Waschcreme für unreine Haut. Ich habe zwar keine unreine Haut, sondern sehr trockene Haut, aber das war wirklich gut. Die heißen mittlerweile Isana Young. Also würde ich mir jederzeit nachkaufen. Es hat meine Schminke komplett abbekommen. Egal ob wasserfest oder nicht wasserfest. Egal ob Make-up, alles. Lippenstift. Hat alles abgekriegt. Es hat meine Haut nicht ausgetrocknet. Das ist mir bei Waschgel
sehr wichtig. Durch das, dass meine Haut ja so trocken ist. Ich fand, es roch gut, es ist antibakteriell, kann man nichts verkehrt machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich bei Pickeln hilft oder sie vorbeugt. Ich denke, aber probiert es einfach mal aus, weil das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, wirklich empfehlen. Die ist super. Heißt aber jetzt anders. Dann denken, bei Rossmann, Isanna, Young heißen die jetzt. Dann habe ich ein Badesalz, weil jetzt zum Winter, ich liebe Baden, ich könnte den ganzen Tag baden. Und vor ein paar Wochen ging es mir dann nicht so gut und dann habe ich das Erkältungszeitbad benutzt mit Eukalyptus, Rosmarinöl und Kampfer. Riecht total toll. Wenn ich Kopfweh habe oder einfach mich nicht gut fühle, danach toll. Und dann eingemummelt auf der Couch mit Kerzen. Oh, ein perfekter Abend. Dann, weil ich gerade noch beim Baden war, das war es dann jetzt aber dann gleich mit meiner ganzen Pflege. Die Sundance Abriss Body Smooth. Reichhaltige Abrisspflege für Gesicht und Körper. Der Geruch war, ich weiß nicht, aber der riecht mal dran. Der Geruch ist einfach Sommer, finde ich. Also ich finde, es riecht so nach Sommer so. Einfach gut. ja, die war super schnell eingezogen, aber nicht dieses Einziehen und du weißt, jetzt ist es weg quasi. Also es gibt manche Bodylotions, die ziehen ganz schnell ein, aber das war es dann auch. Also du hast dann nicht mehr das Gefühl von gut gepflegter Haut, sondern du hast dich eingerieben und es ist weg. Das war bei der nicht so. Die hat super schnell eingezogen, aber die war noch da. Also jetzt nicht unangenehm oder so, dass es dann an den Klamotten klebt, sondern du hast halt einfach gemerkt, die Haut ist mega gepflegt. Würde ich mir jederzeit nachkaufen. Die würde ich mir, glaube ich, sogar auch im Winter nachkaufen. Wenn es schnell gehen muss, morgens vor allem. Weil ich es, bei der ist es halt so, die zieht auch recht schnell ein, aber die ist so glitschig. Die so feucht irgendwie. Das ist halt bei der gar nicht so der Fall. Deswegen für morgens perfekt. Die Pflege ist mega gut. Also die kaufe ich mir definitiv wieder nach. Dann habe ich noch genau 3 Pflegeprodukte. Fangen wir mit dem an. Von Rival de Loop Age Performance, das Intensivserum. Ich liebe das. Das ist mein absolutes ever Lieblingsprodukt. Bei trockener Haut sehr zu empfehlen. Es steht zwar drauf, glaube ich, ab 40 oder so. Ich weiß gar nicht genau. Aber das pflegt so gut mit Feuchtigkeit. Schaut euch das mal an. Ich finde es total toll. Egal ob im Winter, im Sommer. Einfach immer. Und es zieht sehr schnell ein. Dann, was ich euch noch empfehlen kann und was ich super toll finde und vor allem der Geruch einfach mega ist, ist von Lavera Naturkosmetik die straffende Nachtpflege Karanjaöl und weißer Bio-Tee. Die hat so toll gerochen. Ich habe sie mir auch schon nachgekauft. Kostet, ich finde, 12 Euro ist schon wirklich viel. Ja, aber es ist mir wert. Ich habe sie schon nachgekauft. Ich finde sie toll. Man braucht auch nicht viel davon. Sie hält recht lange. Top-Produkt. Guckt euch an. Ist ein bisschen teurer, aber lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Da habe ich 1, 2, 3, 4... Oh, ich habe noch was vergessen. Ein Parfüm. Dann habe ich von Mel Rio, ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht, Mel Rio, It's Blossom Time, ein Parfum mit 10 ml, weil ich habe das mit in den Urlaub genommen, weil das eben schlecht aufgeht und dann, oh, das riecht so, das ist so ein mega frischer Duft. Also so für Urlaub perfekt, das sind nur 10 ml, also sehr süß und klein.
Ich fand's gut, da gibt's auch noch andere Duftrichtungen, kosten 2 Euro. Und für den Urlaub finde ich bestens geeignet. Ist zwar eine Glasflasche, aber eben so klein und handlich. Man kann sie auch super in die Handtasche packen. Ist jetzt natürlich nicht wie ein, keine Ahnung, Chanel Whatever Parfüm, das ewig lange hält. Jetzt kommen wir aber wirklich zur Kosmetik. Da habe ich zwei. Also, ich habe einmal leer gemacht mein Lieblingspuder in der Drogerie. Das Perfect Face Finish Powder für den strahlenden Teint von P2. Es war dieses ganz weiße Puder. Es ist leer. Ich habe es leer gemacht. Es hinten ist noch hier so seitlich, aber. Das habe ich mir jetzt schon zum dritten Mal nachgekauft. Ich finde es total toll. Es ist weiß. Es ist halt bestens geeignet für einen sehr hellen Hauttyp, so wie ich es auch bin. Es hebt meinen Concealer gut. Ich trage das nur dahin auf, wo ich auch Concealer auftrage. Im restlichen Gesicht nicht. Durch das, wie gesagt, trockene Haut. Da ist das bei mir nicht so gut. Und deswegen sehr tolles Produkt. Würde ich mir immer nachkaufen. Ich habe jetzt momentan ein anderes von Catrice, das ich ausprobieren will. Aber ich glaube, ich komme zu dem wieder zurück. Dann habe ich noch aufgebraucht, beziehungsweise ich habe es fast aufgebraucht. Und dann am Ende ist doch immer hier so dieser Rand. Und da ist mir runtergefallen und so kaputt gegangen, dass ich keine Lust hatte, es wieder zusammenzusammeln. Ich habe es auch schon nachgekauft. Ich kann euch das mal zeigen, damit ihr die Farbe seht. Das ist dieses P2 Glow Touch, der Glow Touch Compact Blush. So sieht der eigentlich aus. Wunderschön. Das ist übrigens die Farbe 40 Touch of Rose. Oh, so toll. Es ist eine perfekte Alltagsfarbe. Man braucht danach noch nicht mal, wenn es jetzt schnell gehen muss, Highlighter. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Es ist nicht zu viel Farbe, es ist sehr dezent. Aber wirklich schön. Und vor allem eben für den Alltag wunderschön. Genau, das habe ich auch gebraucht, auch schon nachgekauft. Und ja. Ich habe zwei Concealer aufgebraucht. Das ist der Max Factor Master Touch Under Eye Concealer. Finde ich wirklich mega gut, würde ich mir auch nachkaufen, auch zu dem Preis, einfach weil der so, er deckt perfekt ab und vor allem ich habe wirklich starke Augenringe, die deckt er perfekt ab, aber man sieht ihn nicht, also er verschwindet komplett, als wäre da nie was. Naja, top Produkt, finde ich mega super gut. Dann habe ich den Essence Day All Day Concealer, der so mega, also die YouTuber, die ich anschaue, mega gehypt worden ist, muss ich natürlich auch ausprobieren. Ich fand ihn auch echt gut. Ich finde auch, der hat gut gepflegt. Ich lege nämlich sehr viel Wert darauf, dass ein Concealer meine Augenpartie nicht austrocknet. Der deckt auch gut ab, lässt sich super verblenden, super auftragen und für 2 Euro irgendwas auch ein Top-Produkt und ein Top-Preis. Dann habe ich noch von Catrice das Lash and Brow, den Lash and Brow Designer, also die Augenbrauenmascara. Ich finde, es sieht mega eklig aus in dieser Verpackung, aber naja, sie ja nur ich und jetzt in dem Fall ihr. Wie gesagt, die finde ich auch top, hält eigentlich den ganzen Tag. Als allerletztes habe ich die Masterpiece. Die Masterpiece Max High Volume Definition Mascara. Was soll ich sagen? Ich finde sie mega gut. Ich finde sie wirklich, wirklich toll. Leider vertrage ich sie nicht mehr. Ich benutze die jetzt seit bestimmt 3, 4 Jahren. Immer in Abwechslung mit einer anderen. Dann benutze ich auch mal immer zwei Mascaras, also ich nehme nie eine, sondern eine eher für Trennung und die andere, also für Trennung und Volumen und die andere für Länge. Und die habe ich mir halt schon mega oft nachgekauft.
fand die auch immer gut. Das war jetzt mein Aufgebraucht-Video. Ich habe ganz schön viel gelabert. Ich hoffe, es hat euch aber gefallen. Ich habe nicht zu viel Quatsch geredet. Bei manchen Sachen, klar, weiß ich noch nicht, was sage ich, wie sage ich es. Ich glaube, ich habe viele Sachen auch oft wiederholt. Aber ich muss ja noch üben. Ich bin noch nicht perfekt und ich glaube, das werde ich auch nie sein. Aber es macht mega viel Spaß, vor allem meinen ganzen Müll euch zu zeigen. Finde ich ja ganz toll. Ich wollte auch eigentlich Waschmittel mit dazu nehmen, weil ich finde, es gibt so viel Waschmittel. Und wenn man dann, vor allem so wie ich, jetzt bin letztes Jahr von zu Hause ausgezogen, davor hat es halt meine Mom oder mein Dad immer gemacht. Da habe ich ja halt das benutzt, was meine Mom oder mein Dad gekauft haben. Und jetzt, wenn man so alleine wohnt, weiß man ja nicht, nimmt man jetzt eher die teuren Sachen, Persil, oder die günstigen Sachen wie, keine Ahnung, Eigenmarken halt von den jeweiligen Firmen, egal ob jetzt Tendil oder wie auch immer das heißt, von Aldi oder Domol von Rossmann. Ja, was sind da die Unterschiede? Oder keine Ahnung. Deswegen wollte ich es eigentlich dazu nehmen. Mein Freund war aber sehr enthusiastisch und hat alles weggeworfen. Na egal. Das dachte ich mir, werde ich bei dem nächsten auch mit dazu nehmen. Ich weiß nicht, Putzkram generell. Wird euch wahrscheinlich nicht so interessieren. Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ich auch so Putzsachen mit dazu nehmen soll. Keine Ahnung, Glasreiniger oder WC-Reiniger. Keine Ahnung. Oder Desinfektionsspray. Ich weiß nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann kann ich das auch mitsammeln oder ein bisschen getrennt machen. Gut, genug geredet. Ich sag auch immer, es tut mir wirklich leid. Aber wie gesagt, ich muss mir manche Sachen noch etwas abgewöhnen. Es ist sehr schwer, immer die richtigen Worte zu finden und vor allem auch immer was zu sagen. Weil oft denkt man dann einfach nach und denkt sich, ja, das war gut, das war toll. Aber dann halt, man denkt nie, also wenn ich was aufgebracht habe, habe ich vorher nie drüber nachgedacht, ja, das ist toll, weil das so und so ist. Ich stand halt dann, wenn ich einkaufen war, vor dem Regal und dachte mir, oh ja, das könnte ich wieder nehmen, weil ich fand es gut. Aber ich habe mir halt nie gedacht, warum finde ich es gut? Weil es gut pflegt, weil... Ich weiß nicht, ich finde, es ist dann schon schwerer, vor so einer Kamera zu sitzen und zu sagen, das war nicht gut, weil es gepflegt hat, weil es gut riecht, weil es langanhaltend ist, was auch immer. Ja. Ich hoffe, mein Geschwafel hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr mich natürlich auch abonniert, damit ich weiß, dass ich weiter Videos drehen soll, darf. ja, und mein M werde ich mir abgewöhnen. Wirklich, gesprochen. Gut, dann bis bald und danke fürs Zuschauen. Ciao!